Dieses Video behandelt grundlegende Einstellungen in GeoGebra-Examen. Wenn wir GeoGebra-Examen installiert bzw. geöffnet haben, erscheint zunächst dieses Fenster. Der große Hintergrund ist milchig gehalten, im Vordergrund das Fenster GeoGebra-Examen. Wichtig ist, was beim Start allerdings automatisch passiert, dass bei CAS, Computeralgebra-System, das Häkchen gesetzt ist. Dieses Fenster wird man immer wieder benötigen. Nun gehen wir mit dem Pfeil auf den Button Prüfung starten und klicken links an. Damit verschwindet die milchige Farbe und wir sehen zunächst diese Benutzeroberfläche. Ganz oben einzelne Symbole, die wir dann später situativ genau erläutern werden. Dieser Balken ist hellblau unterlegt und bleibt so lange hellblau, solange man in diesem Programm bleibt. Sobald man aussteigt und wiederum zum Programm zurückkehrt, färbt sich dieser Balken knallrot. Bei der Prüfung, bei der Reifeprüfung würde das bedeutet, man könnte unlautere Mittel, zum Beispiel Internet, was auch immer, eingesetzt haben und das würde als Schwindelversuch gewertet. Hier läuft eine digitale Uhr, derzeit 52 Sekunden. Bei längerer Zeit, wie jetzt demnächst, werden die Minuten erscheinen. Jetzt. Nun möchte ich die derzeit sichtbaren Fenster erläutern. Zunächst diesen scheinbar kleinen Abschnitt, der sich vergrößern lässt, dazu komme ich noch. Dieser Teil ist das Algebra-Fenster. Im, sage ich mal, normalen GeoGebra gibt es eine Eingabezeile. Eingaben werden hier im Examenmodus ins Algebra-Fenster geschrieben und primär kommen dort die Funktionen hin und alles, was mittelbar und unmittelbar mit Funktionen zu tun hat. Ich werde das dann genau im entsprechenden Video beschreiben. Dieses Fenster mit dem Koordinatensystem, das ich jetzt rötlich hinterlegt habe, ist das Grafikfenster. Hier erscheinen dann die Linien, die man im Algebra-Fenster als Gleichung eingegeben hat. Und hier unten sehen wir die virtuelle Tastatur. Ich werde sie in den Videos immer verwenden, weil ich dann darauf zeigen kann, welche Taste ich aktiviere. Man kann selbstverständlich auch die normale Tastatur nehmen. Es gibt in diesem Programm weitere Fenster und die aktivieren wir in dem Button mit diesen drei Querstrichen. Wundern Sie sich nicht, dass die Uhrzeit jetzt eine andere ist. Ich schließe das Programm zur Gänze, öffne es wieder neu, sodass der Balken blau bleibt. Nun gehe ich zu diesem beschriebenen Button mit diesen drei Querlinien. Wenn ich das Kreuz drauflege, entsteht dieses Händchen und diese drei Querstriche werden blau unterlegt. Links angeklickt, komme ich zu einem Fenster, das einiges an Möglichkeiten darbietet. Die Fenster findet man unter Ansicht, denn durch ein Fenster sieht man, man hat eine Sicht, so kann man sich das merken. Auch hier gehe ich wieder hin, bis sich das Händchen bildet und klicke links an. Derzeit aktiviert, wie man am Häkchen sieht, das Algebra-Fenster, das ist links oben, wo Eingabe steht, und das Grafikfenster, dieses Fenster mit dem Koordinatensystem. Grafik 2 könnte man theoretisch einschalten, da würde ein getrenntes zweites Grafikfenster vorkommen, im Rahmen der Berufsreifeprüfung nicht notwendig, ebenso nicht das 3D-Fenster. Was manchmal von guten Diensten sein kann, ist die Tabelle. Ich klicke mit der linken Maustaste ins Kästchen. Damit erscheint hier
eine Tabelle. Man sieht die drei Spalten, beschriftet mit ABC und viele Zeilen. Ich werde, wenn wir es benötigen, dann darauf eingehen. Ich gehe nun wieder hinauf auf die drei Balken, klicke wieder links an und wir öffnen jetzt noch das schon eingangs erwähnte CAS, das Computer-Algebra-System. Wenn ich anklicke, erscheint nun hier Eingabe. Es ist faktisch das Algebra-Fenster in dem Fall nach rechts gerückt. Und hier, wo 1 steht und hier so einige Symbole, das ist das CAS-Fenster. Wenn ich es aktivieren möchte, dann gehe ich jetzt in die Zeile, man sieht nur die erste, klicke links an. Die 1 wird nun bläulich hinterlegt und dort blinkt der Cursor und damit ist das CAS-Fenster bereit. Ich gehe jetzt nochmals zu den drei Balken, öffne nochmals das letzte Fenster, das wir auch verwenden werden, das uns große Dienste in der Wahrscheinlichkeitsrechnung bietet, ist der Wahrscheinlichkeitsrechner. Links angeklickt, sehen wir hier in der Voreinstellung normal, es ist die Normalverteilung. Ich möchte aber jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Was ich noch abschließend zeigen möchte, ist, wie man die Fenster schließt bzw. deren Größen am Bildschirm ändert. Schließen wird sicherlich klar sein. Man geht zu dem X und klickt es links an. Ich kann hier beispielsweise die andere Variante wählen. Ich gehe auf die drei Balken, klicke an, möchte jetzt zum Beispiel das Tabellenfenster schließen, dann ist die Tabelle weg, nochmals angeklickt, CAS, weil bei CAS sehe ich kein X zum Auslöschen, zum Schließen, dann gehe ich hierher. Jetzt habe ich wieder wie eingangs das Algebra-Fenster, die Eingabezeile und das Grafikfenster offen. Sollte ich einen längeren Ausdruck ins Eingabefenster eingeben wollen, dann gehe ich jetzt auf diese Trennungslinie der beiden Fenster. Wenn ich das langsam mache, dann entsteht aus diesem Pfeil ein Doppelpfeil, zumindest ein Pfeil, der nach links und rechts zieht. Ich halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe mit niedergedrückter linker Maustaste das Fenster auf die gewünschte Breite. Wenn ich loslasse, ist es wiederum fixiert. Man sieht ja derzeit die Tastatur nicht. Sollte ich sie brauchen, hier unten ist das, links unten ist das Symbol für Tastatur, links angeklickt und die Tastatur erscheint wieder.